Ich möchte heute zeigen, wie man Fluid so einrichtet, dass man zwei Drucker in einem Interface kombinieren kann und dabei die Kameras richtig funktionieren. Für den Elego Neptune 4 und 4 Pro ist in der Beschreibung und jetzt oben rechts mein Tutorial zur Kamera verlinkt. Erst einmal habe ich hier zwei Tabs geöffnet. Als ersten Drucker einen Neptune 4 Pro und als zweiten Drucker einen Neptune 4. Oben rechts können wir über Drucker hinzufügen die IP-Adresse des anderen Druckers eingeben. Nach dem Speichern öffnet sich diese direkt und wir sehen in der Übersicht oben rechts, dass nun beide Drucker in der Liste zum schnellen Wechsel auftauchen. Das Problem ist nun, dass wir bei beiden Druckern die Webcam vom ersten Drucker angezeigt bekommen, auch wenn unser zweiter Drucker, der Neptune 4, eine eigene Kamera hat, wie man sehen kann. Zum Beheben gehen wir beim Drucker, der nicht die eigene Kamera anzeigt, in die Einstellungen und bearbeiten dort die Kamera. Den relativen Kamera-URL müssen wir nun durch einen absoluten URL ersetzen, indem wir ein HTTP und die IP des Druckers voranstellen. Nach dem Speichern können wir zurück in die Übersicht gehen und wir sehen, dass nun alles bestens funktioniert. Der andere Drucker kann nun, wenn gewünscht, analog verknüpft werden. Wichtig ist dabei, dass die Verknüpfung im Browser gespeichert wird und damit auf jedem Benutzergerät einzeln eingerichtet werden muss. Die Kameraeinstellungen werden im Drucker gespeichert und müssen nur einmal vorgenommen werden. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst gerne ein Abo da und schaut auch meine anderen Tutorials an.